Hier handelt es sich um ein Epitaph. Das ist eine Totengedenktafel aus dem Jahre 1571. Das Interessanteste an der Sache ist, dass es mit größter Wahrscheinlichkeit die älteste Stadtansicht von Rathenow darstellt, wenn man oben die braunen Gemäuer und die Kirche, kann man gut erkennen, dass das Rathenow sein kann. Das weiße Gebäude davor ist sicherlich dann die Fantasie des Künstlers gewesen. Und hier ist also ein sehr vermögender Mensch in Rathenow gestorben. Er war Stadtschreiber, was man vielleicht mit den heutigen Politikern vergleichen kann. Hat also viel Geld zusammengetragen und wo er jetzt gestorben ist, wollte er natürlich auch würdig begraben werden. Und seine Witwe hat dann diese Totengedenktafel erstellen lassen. Es war ja zu der Zeit das Lesen und Schreiben nicht weit verbreitet, sodass immer bilderische Darstellungen benutzt wurden, um die Menschen auf hier irgendwas hinzuweisen. Und hier geht es um den barmherzigen Samariter. Es ist also unten ist erstmal die Familie zu sehen, die Frau mit den Kindern und Jesus als Erlösung und eben der ehemalige Stadtschreiber. Auf dem Bild dort oben ist jetzt zu sehen, dargestellt die Geschichte des barmherzigen Samariters. Es ist also, während rechter Hand die gut situierten Bürger stehen, die sich auch nicht darum kümmern, dass links unten ein Mensch überfallen wurde und schwer verletzt wurde. Lediglich ein Mensch aus einer niederen Kaste hat sich um diesen gekümmert und hat ihn dann in die Stadt gebracht und für seine Pflege gesorgt. Und darüber waren die gut situierten Bürger etwas erbost, wie man sowas machen kann. Aber es war das Beispiel, dass Jesus sagte, es muss eben gezeigt werden, dass jeder Mensch jedem anderen helfen sollte und müsste und nicht drüber hinwegsehen und sagen, der gehört nicht zu uns, der, mit dem haben wir nichts zu tun. Denn es kann ja im Endeffekt jeden treffen und jeder, den es mal getroffen hat, weiß auch, wie wichtig es ist, dass dann jemand da ist, der ihm hilft, auch wie es in der heutigen Zeit ist. Man sieht es immer wieder, brutale Überfälle auf dem Alex oder in Berlin allgemein. So viele Leute gehen dran vorbei oder gucken weg und keiner hilft. Und oftmals ist für das Überleben ja wichtig, dass man sofort hilft, so viel wie jeder kann. Und das sollte auf diesem Bild dargestellt werden als erzieherisches Vorbild. Aber wie gesagt, für Rathenow ist es eben wichtig, dass man diese Stadtansicht von 1571 eben dadurch überliefert bekommen hat.